In der Zinnfigurenabteilung wurde eine Werkstatt eingerichtet, in der die Herstellung der Zinnfiguren demonstriert werden kann. Die Formen für die traditionellen flachen Zinnfiguren werden heute, wie vor 200 Jahren, in Blockschiefer graviert, das heißt mit feinen Sticheln herausgearbeitet und mit feinen Strukturen versehen. Man braucht eine Vorderseite natürlich und eine Rückseite. Diese beiden müssen ganz exakt aufeinander passen. Und das Fußbrettchen ist schon mit dran graviert. Beim Gießen muss man dieses natürlich verschließen. Und hier oben ist dann der Einguss. Die Zinnfiguren zeichnen sich durch eine sehr große Feingliedrigkeit aus. Man muss sehr vorsichtig mit dem Stichel herausarbeiten, die Form, und versuchen, möglichst deckungsgleiche Formen herzustellen. Zur Überprüfung der Gravur verwendet man einfaches Knet und versucht, einen Abdruck davon zu machen. Und man kann dann überprüfen, ob die Figur den Vorstellungen entsprechend geworden ist. Für den Guss der Zinnfiguren verwendet man eine Legierung aus Blei, Zinn und Antimon. Im Grunde die gleiche Legierung, die schon Gutenberg für seine Lettern verwendet hat. Die Temperatur ist etwa 250 bis 300 Grad. Man gießt ein. Das überflüssige Metall wird abgegossen und die Figur ist fertig. Man kann sie auch sogleich herausnehmen und könnte sie, wenn man sie verputzt hat, unmittelbar bemalen oder gleich damit spielen. Als erstes wird dann der Einguss abgeschnitten. Schon hat man eine kleine Abteilung Bergleute beieinander. Der letzte und aufwendigste Arbeitsschritt ist dann die Bemalung der Figuren. Zur Bemalung werden die Figuren auf eine Leiste aufgeklebt und dann mit Ölfarben und ganz feinen Pinseln sorgfältig bemalt. Die Gesichter, die Falten, die Gegenstände, die die Figuren in den Händen halten, in einzelnen Schritten. Zum Schluss paradieren dann vor uns in feinster Ölbemalung die Teilnehmer eines Winzerumzuges, dieses Mal aus dem Thüringischen.